Grüß euch, ich bin der Reda Thomas, bei IDM Energiesysteme als Regelungstechniker. Ja, mein Tag beginnt entweder im Homeoffice oder in der Firma. Meistens trinken wir da früher einen Kaffee unter dem Alain oder mit dem Kollegen. Und nachher checke ich eigentlich, ob ein Computer in sein Ticketsystem, ob es da was gegeben hat, was dringend. Und siehst, da habe ich meine Aufgaben weiter, was ich am Vortag angefangen habe. Die Abwechslung ist cool, dass man immer ein bisschen was machen mag, hinter man die Prüfstände nachkommt, selber Tests machen mag. Und natürlich, mir taugt die Firma, das Team ist lässig, da die auch nicht taschen. Ja, ich habe zuerst die HTL Elektrotechnik gemacht, wo ich sogar arbeiten dann nachher. Und habe mich dann nochmal entschlossen, dass ich studieren gehe. Und habe noch meinen Master in Mechatronik gemacht. Ja, bei uns ist es schon schwierig. Wir haben echt ein großes Portfolio von Maschinen. Und da regelungstechnisch machen wir da eigentlich schon unterschiedliche Sachen. Und dass man da den Überblick behält, das ist schon schwierig, aber macht es auch irgendwie interessant. In der Freizeit bin ich mehr oder weniger auf dem Berg unterwegs. Siehst, Sporteln, Fischen, eigentlich alles ein bisschen, nichts extrem, aber abwechslungsreich. Ja, in 5 Jahren sehe ich mich schon noch bei der IDM, wie es jetzt gerade ausschaut. Was sie ist bei uns, wir haben Aufstiegsmöglichkeiten, sind bei uns vorhanden. Man ist schon, wenn irgendwo ein Posten ist oder frei werden, dann wird der schon teilweise intern noch besitzt. Also wenn sie das einmal ergeben, müssen wir halt schauen, wie es wärst. Ja, mein Lebensmotto ist einfach da, könnte ja gut werden.